Hallo und vielen Dank für Ihre Teilnahme. Ich bin Duncan Lascelles. Ich bin Chirurg, Chirurg für Kleintiere, spezialisiere mich auf die Orthopädie und ich mache klinische Orthopädie, habe eine Schmerztherapieklinik und führe klinische Forschung durch im Bereich Schmerzen. Ich habe Schmerzmessmethoden entwickelt und die Methoden verwendet, um bei der Schmerzlinderung Lösungen zu finden. Ich habe also insgesamt sehr viel Interesse daran, dass wir Fortschritte machen bei effektiver Schmerztherapie. Aber um das zu tun, muss man, glaube ich, manchmal verstehen, was man zu behandeln versucht. Und darum geht es heute im Seminar. Es geht hier um OA-Schmerzen. Und ich werde Ihnen Aspekte vorstellen der erweiterten Wissenschaft bei OA-Schmerzen und Entzündungen. Bevor wir beginnen damit, muss ich noch gerade meine obligatorischen Angaben machen, wo ich meine Finanzierung herbekomme für die Forschung, wo ich Beratung betreibe, wer die Weiterbildungsprogramme sponsert und wo meine Investition und Anstellung sich befindet. Dieses Seminar wird von Zoetis unterstützt und der Inhalt entspricht entsprechenden landesspezifischen und örtlichen Vorgaben der Aufsichts- und regulatorischen Behörden. Also eine der Sachen oder Fragen, die wir beantworten, ist diese: Ist OA eine entzündliche Erkrankung, die nur die peripheren Gelenke betrifft? Also um es genauer zu sagen, wir stellen uns die Frage, ist OA eine intensive Entzündungskrankheit? Und zweitens, ist das Problem etwas, das sich nur auf periphere Gelenke begrenzt? Diese Aufstellung hier zeigt Ihnen die hierarchische Anordnung der verschiedenen Arten von Gelenkerkrankungen. Man sieht oben die Abkürzung auf Englisch DJD, also auf Deutsch degenerative Gelenkerkrankung. Wir haben verschiedene degenerative Gelenkerkrankungen und die kann man aufteilen in relativ nicht entzündliche Erkrankungen und entzündliche Erkrankungen. Das kann man auch noch farblich darstellen, indem man diejenigen rot hinterlegt, die eher entzündlich sind. Wir haben da also die Immunmeditierten, die Kristallopathien, Gicht zum Beispiel, und dann infektiöse Arthropathien. Und links auf der Folie sehen Sie die Arthropathien, die degenerativen Gelenkerkrankungen und Prozesse, die als relativ nicht entzündlich gelten. Dazu gehört auch die Osteoarthritis und auch traumatisch bedingte Gelenkerkrankungen. Die erste Botschaft ist also hier: Osteoarthritis gilt als relativ nicht entzündliche Erkrankung. Das sehen Sie auch später noch. Nämlich, es ist zwar so, dass bei der Pathologie und bei der Schmerzerzeugung die Entzündung eine Rolle spielt, aber insgesamt ist es eine recht nicht entzündliche Erkrankung. Das heißt, wir müssen auch über die anderen Prozesse nachdenken, die in diesen Gelenken stattfinden. Osteoarthritis ist ja mit Schmerzen verbunden. Und dann kommen wir in den zweiten Teil der Frage: Ist OA eine Krankheit, die auf periphere Gelenke begrenzt ist? Und das Argument ist hier dann, dass ja mit Schmerzen verbunden ist, hat der Schmerz weitgreifende Auswirkungen auf den Körper. Aber davor würde ich gerne diese Frage beantworten: Wie verbreitet ist Schmerz bei Osteoarthritis? Wir schauen Hund und Katze uns an. Osteoarthritis-Schmerz. Da geht es ja um die organische Krankheit Osteoarthritis und die Schmerzen, die damit verbunden sind. Und wenn die Frage gestellt wird, wird normalerweise oft gesagt: Naja, 20% aller Hunde haben es. Die derzeitigen Beweise zeigen aber eher auf etwas bei 40%. Das heißt, etwa 40% aller Hunde weisen Osteoarthritis-bedingten Schmerz auf. Und wenn man sich ansieht, wie viele davon überhaupt behandelt werden, dann sind es wahrscheinlich etwa nur die Hälfte der mit OA-Schmerzen, die behandelt werden. Ich rede ja, wie gesagt, über Osteoarthritis-Schmerzen. Ich rede nicht nur über die organische Erkrankung, die vorhanden ist. Denn die hat ja nicht immer unbedingt etwas mit Schmerzen zu tun. Kommen wir zum Thema Katzen. Hier haben wir gute Daten zur Prävalenz bei Katzen und OA. Und etwa 60 bis 90% aller Katzen haben radiologisch nachweisbare OA. Und etwa 45% dieser weisen klinische Zeichen
OA-bedingten Schmerzens auf. Das heißt, etwa 40% haben also messbare Anzeichen. Das heißt, wenn man das zusammenfasst, dann sieht man, bei Hunden oder Katzen ist es immer so, dass etwa 40% ungefähr klinische Zeichen der Osteoarthritis aufweisen, also Osteoarthritis-bedingten Schmerzen. Darauf wollen wir uns konzentrieren. Ich habe erwähnt, dass etwa 60 bis 90% der Katzen Osteoarthritis haben, zumindest radiologisch nachgewiesen zu einem gewissen Zeitpunkt. Wir haben keine tollen Daten, ehrlich gesagt, zur Prävalenz radiologisch nachweisbarer Osteoarthritis bei Hunden. Aber was wichtig ist, dass man versteht, wie prävalent OA-bedingter Schmerz ist. Und der Grund dafür, dass man sich auf das konzentriert, ist, dass Schmerz das Problem ist. Schmerz führt zu mehr Schmerz. Wenn Schmerz besteht, gibt es konsequent mehr Schmerz. Und das führt zur Verschlechterung des gesamten Patienten. Es ging also eingangs um die Frage, ob OA eine entzündliche Erkrankung ist, die auf periphere Gelenke begrenzt ist. Das haben wir schon ein bisschen beantworten können. OA ist keine intensive Entzündungskrankheit. Entzündung spielt zwar eine Rolle, aber das besprechen wir noch. Das Problem kann also nicht nur auf periphere Gelenke begrenzt sein, denn wenn es Schmerzen gibt, der dadurch bedingt ist, dann bringt der Schmerz eine Verschlechterung des ganzen Patientenkörpers. Das werde ich in der nächsten Folie nochmal darlegen können. Drei Bereiche möchte ich hier aufreißen, wo Schmerz weitreichende Verschlechterung des Patienten mit sich bringt. Wir beginnen mit dem Bewegungsapparat und dem Abbau des Bewegungsapparats. Wir wissen alle, dass Schmerzen in einzelnen Gelenken zu weniger Verwendung des Körpers in dem Bereich führt und das führt dazu Muskelatrophie. Wir verstehen also den Abbau des Bewegungsapparats im Kontext eines Arms, Beins, Fußes oder was auch immer. Aber wenn man das weniger verwendet, die Extremität, dann wird der Körper schlechter getragen, gehalten und es gibt weniger Mobilität insgesamt. Und dann weiß, dass es dann weniger Mobilität gibt, was dann wieder schädliche Auswirkungen hat auf den Bewegungsapparat insgesamt weitergefasst. Das heißt, es gibt weitergefasste Auswirkungen auf den ganzen Körper. Das Schmerzen haben lokale und weitgefasste schädliche Auswirkungen auf das System. Ich habe gesagt, dass Schmerz zu mehr Schmerz führt, denn es geht hier nicht nur um Stimuli. Wenn Stimuli in das System dringen und als Schmerz wahrgenommen werden, dann sind es schädliche Stimuli und die verändern das System, wie es funktioniert. Das führt zu dem, was wir zentrale Sensibilisierung nennen. Und diese führt dazu, dass schädliche Signale leichter durchs System laufen, Schmerz vermitteln. Und diese zentrale Sensibilisierung amplifiziert diese Signale. Also das heißt, es gibt eine Signalgröße, die eintritt, die dann vergrößert wird, amplifiziert wird durch diese Sensibilisierung. Und der letzte Punkt, den ich hier noch anmerken möchte, ist, was wir in der Tiermedizin noch nicht groß besprochen haben. Das wird aber, glaube ich, in den nächsten paar Jahren mehr der Fall sein. Das ist die Auswirkung des Schmerzes auf kognitive und affektive Verschlechterungen. Das heißt, Schmerzen verringert die Funktionsfähigkeit, kognitiv und affektiv. Es geht ja auch um Themen wie Angst, Zustände, Furcht. Und das wird also Schmerz gesteigert. Und der Schmerz läuft zurück in andere Bereiche wie weniger Mobilität, weniger Schlafqualität. Und diese Faktoren an sich machen den Schmerz wieder schlimmer. Man hat hier so eine Art Teufelskreis. Und je länger Schmerzen nicht behandelt werden, desto mehr gibt es einen Rückgang des Ansprechens auf Behandlung. Wenn man zum Beispiel Muskelmasse verloren hat, dann weiß man, wie schwierig es ist, sich die wieder neu aufzubauen. Und das führt zu weiteren schädlichen Auswirkungen. Wenn wir das einfach zulassen, nichts dran tun können, ist es viel schwieriger, das nachher wieder rückgängig zu machen. Das geht zwar, aber es braucht länger und die Therapien werden damit auch schwieriger und komplizierter, um das rückgängig zu machen. Schmerz ist also das Problem.
Um Schmerzen effektiv behandeln zu können, müssen wir verstehen, was im Gelenk geschieht. Das habe ich vorher schon angemerkt. Ich bin Kliniker, ich konzentriere mich auf die effektive Behandlung des Schmerzens, aber manchmal muss ich verstehen, wie man das am besten tun kann und dafür muss man wissen, was es ist. Man muss die Biologie verstehen der Erkrankung, die man behandeln möchte. Schauen wir uns also mal die Vorgänge innerhalb eines Gelenks an. Es geht hier um das Thema Osteoarthritis. Es gibt also den Abbau. Wir nennen sie hier Degeneration. Das ist etwas mit so einer Rückkopplung als Teufelskreis. Wenn der Abbau beginnt, werden durch verschiedene Vorgänge weitere Verschlechterungen in anderen Bereichen hervorgerufen. Das heißt, der Abbau, der Verschleiß im Gelenk treibt Schmerzen und Entzündungen an. Das kann man sich als unabhängige Prozesse vorstellen. Schmerzen und Entzündung sind natürlich miteinander auch wieder in Verbindung. Das heißt, es wäre dann gut, Entzündung sich immer als etwas vorzustellen, was zum Schmerz einen Beitrag leistet. Das ist bei Entzündung eigentlich immer der Fall. Sie sehen aber auch einen Pfeil in die andere Richtung. Schmerzen führen zu mehr Entzündung. Das werden wir auch im Seminar noch besprechen. Es geht hier um die Rolle der Nerven, der peripheren sensorischen Nerven, die die Entzündung anregen. Und dann gibt es die Vorgänge des Schmerzens, die neurobiologischen Vorgänge, die Schmerzen und Entzündung steigern, die beide wahrscheinlich zum Abbau, zur Degeneration beitragen. Das sind jetzt kleinere Pfeile hier, denn da sehen wir keine dramatischen Auswirkungen auf den Abbau, wenn wir nur Schmerzen und Entzündung behandeln. Also Degeneration ist hier ein wichtiges Wort. Es gibt momentan keine Medikamente oder Ergänzungsmittel, die den Krankheitsverlauf modifizieren können. Wir haben also nichts in der Werkzeugkiste, die den Abbau, die Prozesse klinisch stoppen oder zumindest verlangsamen können. Osteoarthritis ist relativ nicht entzündlich und es gibt hier noch viel mehr als nur die peripheren Informationen, die den Schmerz anregen. Ich glaube, das kann man hier gut erkennen. Und ich möchte einfach mal zurückkommen zur Entzündung und der Rolle der Entzündung in UA und zeigen, wie die Rolle sich ändert. Und das kann man hier in der Folie erkennen. Rot sehen Sie den Beitrag der Entzündung, Schmerzen, und blau sehen Sie den Beitrag nicht entzündlicher Schmerzprozesse. Was Sie hier erkennen können in den Bildern ist ein junger Hund, ein mittelalter Hund, ein älterer Hund. OA ist eine Krankheit bei jungen Hunden. Es ist eine entwicklungsbedingte Erkrankung. Und früh gesehen ist es relativ so, dass die Entzündung eine größere Rolle spielt beim Schmerz, als es in späteren Stadien der Fall ist. Und wenn Sie sozusagen zum Endstadium gelangen, spielt die Entzündung zwar immer noch eine Rolle, es gibt aber dann eine andere Gruppe von Prozessen, die eine größere Rolle beim Schmerz spielen. Das zeigt also wieder, dass O Entzündung enthält, was aber nicht das wichtigste Element der Erkrankung ist, vor allen Dingen in den späten Stadien. Bei Entzündung wird immer das Wort Schub erwähnt. Was sind diese Schübe, Entzündungsschübe? Und da sollte man vielleicht anmerken, dass wir gar nicht genau uns sicher sind, was ein Schub ist. Es ist eine Verschlechterung der klinischen Zeichen. Es könnte Verschlechterung der Entzündung sein. Der OA-Patient könnte in ein höher entzündliches Stadium übergehen über die Zeit hinweg. Aber ein Schub wird ja definiert durch eine Verschlechterung der klinischen Anzeichen. Es könnte also auch Schmerzen sein oder Schmerzenprozesse, die sich verschlechtern. Wenn wir uns die Humanmedizin einmal ansehen, dann gibt es keinen Konsens bei der Humanmedizin dahingehend, wie ein Schub zu definieren ist. Was wir hier wieder nicht wissen, ist, ob es eine Verschlechterung der Entzündung ist oder ob es andere Aspekte der Krankheit sind, die sich verschlechtern. Wenn wir über Schübe sprechen, müssen wir also darüber nachdenken,
wie wir das Ganze holistisch behandeln können und uns nicht nur unbedingt auf die Entzündung konzentrieren. Kommen wir jetzt also mal ans Eingemachte hinsichtlich der wissenschaftlichen Aspekte bei Osteoarthritis. Was Sie hier sehen, ist eine Darstellung der derzeitigen Verständnisse. Wir haben dort einen Erreger, der Schaden hervorruft bei Hunden. Das ist vor allen Dingen eine entwicklungsbedingte Gelenkerkrankung bei Hunden, bei Katzen ist es weniger klar. Wir haben also eine Art Erreger, Anreger durch schädliche Produkte werden da ausgestoßen, die haben entzündungsfördernde Eigenschaften. Man sieht hier, wir steigen hier um von einer normalen Gelenkinnenhaut auf eine Verdickung der Synovialmembran. Und all das spielt eine Rolle bei der Sensibilisierung und Aktivierung der peripheren Nerven. Und die Nerven sind also aktiviert, tragen bei zu Entzündungsprozessen in den Gelenken durch neurogene Entzündung, so nennt man das. Das sind also zwei Prozesse im Gelenk als Ergebnis des Verschleißes, des Abbaus, der Generation, was zu mehr führt, Stimulierung, Sensibilisierung führt. Und dann haben wir die peripheren Nerven, die auch noch eine Rolle spielen in der Entzündung der lokalen Gelenke. Und Änderungen im ganzen Nervensystem tragen jetzt zu Schmerzen bei, also zentrale Sensibilisierung. Es sind aber die peripheren Nerven, die all diese Veränderungen hervorrufen. Wir haben also Veränderungen im Gelenk. Wir haben etwas zur zentralen Sensibilisierung gehört. Wir haben vielleicht etwas zur Fehlfunktion des endogenen analgetischen Systems schon gehört. Das heißt, Verfahren, Abläufe im Gelenke führen zur zentralen Sensibilisierung. Das sind Prozesse, die die Funktionsfähigkeit des endogenen analgetischen Systems verringern, was alles zum Schmerz beiträgt. Und da sollte man durchaus daran denken, dass je aktiver die peripheren Nerven sind, desto eher es zu zentralen Veränderungen und noch mehr Schmerzen kommt. Das heißt, es stimmt zwar bei der Therapie, beim Ansatz, was wir morgen besprechen werden, bei unseren Therapieansätzen denken wir durchaus darüber nach, wie wir die zentralen Veränderungen rückgängig machen können. Wir müssen aber auch uns darauf konzentrieren, diesen peripheren Antrieb zu minimieren an die zentralen Prozesse. Teil dieses Antriebs, des Inputs aus der Peripherie, sind aktivierte Nerven. Und diese aktivierten Nerven spielen ja eine Rolle bei der Entzündung. Das heißt, ein aktivierter oder hochregulierter Nerv stößt Substanzen aus. Substanz P, Calcitonin Gene-Related Peptide, nennen wir CGRP. Und das trägt alles zur Entzündung bei. Und das nennt man halt neurogene Entzündung. Das wissen wir schon lange. Dieser Prozess spielt absolut eine Rolle in der Osteoarthritis. Und in den nächsten paar Folien möchte ich einfach nochmal zeigen, was neurogene Entzündung bedeuten soll. Ich habe hier ein paar Bilder gezeichnet. Das Grüne, was hier wie Wurzel eines Baums aussieht, soll die Enden eines Nervs im Gelenk darstellen. Ein sensorischer Nerv hatte diese Ästgabelung im Gelenk. Da steht jetzt zum Spinalganglion geht das hin. Der Pfeil sagt also, es ist der zentrale Nerv und das ist der Zellkörper des Nerven. Es geht zum Spinalganglion, ist also ein normaler Nerv. Wenn wir jetzt diesen Nerv aktivieren, in einem Bereich nur, sehr lokal wird etwas aktiviert, ein sensorisches Ende des Nervs erzeugt dann ein Aktionspotenzial. Das zeigt der Pfeil hier schwarz. Ein Aktionspotenzial, das wissen wir alle, geht hier natürlich ins zentrale Nervensystem, zum Spinalganglion. Das Aktionspotenzial bewegt sich also von der Peripherie weg entlang des Nervs und dann gibt es eine Gabelung im Nerv, wo es hingelangt. Und es ist dann nicht einfach so, dass das Aktionspotenzial zentral weiter strebt. Aktionspotenziale wissen nicht, was links und was rechts ist. Die Aktionspotenziale wissen nicht, wo es in das Zentrum geht oder in die Peripherie. Das heißt, ein Aktionspotenzial wird generiert, kommt zur Gabelung und bewegt sich dann in beide Richtungen. Das heißt, Aktionspotenziale gehen auch wieder zurück nach unten zu anderen peripheren Enden des Nervs. Und wenn das geschieht, das können wir hier in dem kleinen Kästchen sehen,
dann kommt ein Aktionspotenzial am Ende des Nervs an und führt zur Aktivierung des Nervs und des Ausstoßes von Substanzen, zum Beispiel Substanz P und CGRP. Und das sind proinflammatorische vasoaktive Substanzen. Was wir jetzt also halten, ist, nach einer peripheren Aktivierung auf lokaler Ebene beim Nerven in nur einem Bereich, kommen wir dann zu entzündungsfördernden Prozessen, die an anderen Enden des gleichen Nervs auftreten. Das ist neurogene Entzündung. Nerven spielen hier eine Rolle bei der Entzündung und das erklärt teilweise, warum es so ist, wenn man sich, sagen wir mal, an einem kleinen Bereich der Hand oder des Arms kratzt, man rote Reaktionen in einem weiteren Bereich darum erkennt. Also machen wir mal kurz Pause und fassen kurz zusammen, was bis jetzt gesagt wurde. Also zuerst einmal sind OA-bedingte Schmerzen häufig. Wir reden hier über 40% aller Katzen und Hunden, die messbare Schmerzen haben, bedingt durch Osteoarthritis. Wir haben auch gesagt, dass Osteoarthritis weniger entzündlich ist als andere Arthropathien. Die Entzündung spielt hier zwar eine Rolle, ist ein wichtiger Bestandteil der Osteoarthritis und des Schmerzen durch OA. Wir sollten aber nicht über Osteoarthritis als eine intensiv entzündliche Krankheit da nachdenken. Und klinisch sollten wir über Entzündung als etwas nachdenken, was immer ein Teil von Schmerz und Sensibilität ist. Und dann haben wir gesagt, dass periphere Nerven Schmerzen kodieren. Und dann sind es Schmerzen und die peripheren Nerven, die die Antriebsfaktoren sind der anderen Veränderungen. Es ist also der Input aus der Peripherie, der kodiert wird durch sensorische Nerven, der die ganz anderen Veränderungen hervorruft. Und das ist dann der Schmerz, der wahrgenommen wird und die gesamte Verschlechterung antreibt beim Patienten. Und diese aktivierten Nerven in diesem Gelenk tragen zu lokalen Entzündungen bei. Wir haben also nicht mehr den Gedanken, nur dass Nerven Informationen abholen und ins ZNS senden. Nein, diese Nerven tragen bei zu diesen lokalen pathologischen Prozessen. Okay, wir kommen jetzt mal ein bisschen mehr im Detail über die Neurobiologie. Wir besprechen, was wir schon wissen in puncto Prostaglandin E2 und kommen dann zu anderen Faktoren. Prostaglandin E2 führt uns zum Thema nicht-steroidale Mittel. Denn NSAIDs sind ja wichtig bei der Prostaglandinproduktion. Das ist die Hemmung der Prostaglandine, die hier wichtig ist. Dieses Schaubild zeigt Ihnen hier, wie Prostaglandine erzeugt werden. Sie werden erzeugt in dem Cyclooxygenase und Arachidonsäure aktiv werden. Und vor 15, 20 Jahren dachten wir, dass COX-1 nützlich ist hinsichtlich der Prostaglandine und CO2 eher zu Entzündung und Schmerzen führt. Wir wissen aber jetzt, dass es eher komplizierter ist. COX-1, Cyclooxygenase, kann auch zu Entzündung und Schmerzen führen und COX-2 produziert auch Prostaglandine, die nützlich sein können. Und Arachidinsäure kann auch durch Lipoxygenasen aktiviert werden. Und das führt auch wieder zu Schmerzen und Entzündungen, wie man es hier sieht. Das heißt, das Bild ist etwas komplizierter, wie man es hier sieht. Und abgesehen davon lindern NSAID-Mittel immer noch Schmerzen, ob es jetzt COX-1, COX-2 oder Verbindung sind, denn sie hemmen ja die Produktion von Prostaglandinen. Prostaglandinen, die zu Entzündung und Schmerzen führen. Das Wichtigste, wie gesagt, ist ja Prostaglandin E2 oder eins der wichtigsten. NSAIDs haben also diesen analgesischen Effekt, denn sie hemmen die Produktion von Prostaglandin E2 und Prostaglandin E2 sensibilisierten Nerven. Also was Prostaglandin E2 tut, ist, dass es sich an EP-Rezeptoren bindet, an diesen peripheren sensorischen Nerven und das führt dann zur Sensibilisierung dieser Nerven. Prostaglandin E2 aktiviert nicht Nerven. Es sorgt nur dafür, dass sie einfacher aktivierbar sind. Spielt also eine Rolle bei der peripheren Sensibilisierung. Das ist das, was man Nozizeptor-Sensibilisatoren nennt, also Verletzungen am Gewebe,
Schaden an den Zellen, Entzündungszellen, die produzieren diese Nozizeptor, sensibilisieren einschließlich Prostaglandin E2, Prostaglandin E2, Sensibilisatoren Nerven machen es einfacher, dass die Nozizeptoraktivatoren diese Nerven aktivieren. Das ist also periphere Sensibilisierung. Und Prostaglandin E2 spielt eine sehr wichtige Rolle in dem Ganzen. Das heißt, deswegen sind NSAR-Mittel vorhersehbar wirksam, denn die spielen eine wichtige Rolle in der peripheren Sensibilisierung und in der verbesserten Transduktion von Stimuli aus der Peripherie, aus dem Außenbereich an die sensorischen Nerven. NSARs sind auch etwas, das auf jeden Fall sich erklären lässt in puncto Wirksamkeit durch die Rolle der Prostaglandine im Rückenmark. Das sitzt dort auf der Ebene des Rückenmarks und erleichtert die Verarbeitung. Das ist also eine Bioneurologie, die Schmerzen dort bei Patienten bedingt. Und da sind NSARs auf jeden Fall verlässlich wirksam. Was gibt es aber noch für andere Systeme, wo wir interagieren können, um Schmerzlinderung zu bieten? Es gibt sicherlich viele Gelegenheiten für analgetische Eingriffe auf verschiedenen Ebenen des Schmerztransmissionssystems. Es geht ja um Prozesse in der Peripherie. Es geht um Prozesse, die die zentrale Sensibilisierung anregen und aufrechterhalten. Oder es geht um Prozesse, die Fehlfunktionen des endogenen allergischen Systems hervorruft. Es gibt also verschiedene Gelegenheiten hier, aber was man bedenken sollte, ist, dass wenn wir über zentrale Sensibilisierung und alle Prozesse dabei sprechen, wir daran denken sollten, dass diese Prozesse initiiert und angetrieben werden und auch wohl aufrechterhalten werden durch peripheren Input. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, zurück zur Peripherie zu gelangen und zu sagen, schauen wir uns das mal genauer an. Was gibt es hier für Gelegenheiten für analgesische Eingriffe in der Peripherie? Und da gibt es Dutzende oder vielleicht sogar Hunderte. Diese kleine Zeichnung, fast ein Zeichentrick, zeigt, wie viele Akteure, Substanzen dort beteiligt sind bei Osteoarthritis und bei osteoarthritisbedingtem Schmerz in der Peripherie. Man kann sie hier sehen. Bradykinin, 5-HT, Prostaglandin, ATP, Protonion, CGRP, all diese spielen hier Rollen. Aber sie spielen nicht alle die gleich wichtige Rolle. Zum Beispiel gibt es Inhibitoren, die für Bradykinin entwickelt wurden, aber klinisch machen sie keinen großen Unterschied aus, denn es gibt viel Redundanz innerhalb des Systems. Um einen klinischen Unterschied ausmachen zu können, muss man etwas sich herausgreifen, was eine wichtige Rolle spielt. Und wir wissen, dass Prostaglandine eine große Rolle spielen, denn wenn wir wissen, dass wir sehen, dass es klinische analgetische Effekte gibt, wenn wir sie inhibieren. Eine andere Substanz, die auch mittlerweile eine wichtige Rolle spielt, das hat man sich in den letzten, vielleicht sagen wir, 20 Jahren bewusst gemacht, sind die NGF, also die Nervenwachstumsfaktoren. Das sind ein Nervenwachstumsfaktor ist ein Neurotrophin, agiert vor allen Dingen im Bereich eines Rezeptors, dem sogenannten TrkA-Rezeptor. Sprechen wir also ein bisschen mehr über die Rolle des Nervenwachstumsfaktors und seine Rolle im peripheren Prozess. Also ein Nervenwachstumsfaktor ist ein Neurotrophin, hat Auswirkungen durch die Bindung an den Rezeptor namens TrkA, aber auch P75, aber in erster Linie den TrkA-Rezeptor. Und während der Entwicklung kann man sich ja vorstellen, wegen des Namens Nervenwachstumsfaktor, während der Entwicklung unterstützt er die normale Entwicklung des Nervensystems. Und wie wir jetzt sehen werden, ist es bei Erwachsenen vor allen Dingen eine pronozizeptive Rolle, die er spielt. Aber dafür wollte ich noch anmerken, dass Nervenwachstumsfaktoren positive Effekte haben bei Erwachsenen. Es ist also bei der Entwicklung, bei den jüngeren Patienten wichtig für die Entwicklung der Nerven. Aber auch bei Erwachsenen hat es eine Rolle beim Überleben der peripheren Nervenzellen. Es macht zum Beispiel
eine Verbesserung im Insulinfreisetzung bei, aus dem Beta-Zellen, trägt zur Zellmorpholik bei, hilft im Auge oft bei Gewebe und hat potenzielle therapeutische Eigenschaften bei Gewebeheilung, bei der Kardiomyopathie, bei Myokardieischämie. Das heißt, der Nervenwachstumsfaktor wird auf einer Ebene exprimiert und hat durchaus vorteilhafte Auswirkungen bei erwachsenen Patienten. Ich komme aber zurück zu dem, was ich vorher sagte. Die primäre Rolle beim Erwachsenen ist pronozizeptiv, wo also ein Nervenwachstumsfaktor überexprimiert wird. Und Osteoarthritis ist einer dieser Fälle. Das heißt, während des Abbauprozesses produzieren oder verschiedene Gewebe im Gelenk Nervenwachstumsfaktor. Dieser Nervenwachstumsfaktor bindet sich an den TrkA-Rezeptoren am Ende der sensorischen Nerven. Und was dann geschieht, das ist, dass er die Funktion anderer Kanäle am Ende dieses Nervs verändert und diesen Nerv sensibilisiert. Und das Endergebnis ist hier sehr ähnlich wie bei Prostaglandin E2. Bis zu diesem Zeitpunkt sensibilisieren Nervenwachstumsfaktoren Nerven ultimativ funktionell ähnlich wie bei der Auswirkung von Prostaglandin E2. Und jetzt wird es hier allerdings ein bisschen unterschiedlich. Ein Nervenwachstumsfaktor, der an den TrkA-Rezeptoren gebunden ist, er wird dann retrograd transportiert an den Zellkörper, also die Kernzelle des Zellkörpers. Der Komplex wird also an Nerven langgeführt zum Spinalganglion hin. Wenn der Komplex dort ankommt, wird die Transkription von Neurotransmittern, Rezeptoren und Ionenkanälen erhöht. Ich habe hier ein paar aufgeführt: Rezeptoren, Ionenkanälen, TRPV1 oder ASIC3. Neurotransmitter sind zum Beispiel BNF, Substanz P, CGRP, Peptid. Das ist also eine erhöhte Transkription von Neurotransmittern, von Rezeptoren und Ionenkanälen. Und aufgrund der erhöhten Transkription werden diese in beide Richtungen geschickt. Diese Neurotransmitter, diese neuen Rezeptoren werden an die zentrale Endstelle und an die Peripherie geschickt. Die, die ins Zentrum gehen, sind Neurotransmitter. Das heißt, hier sehen wir mehr Freisetzung von Neurotransmittern. Das heißt, mehr Signale zwischen den beiden Neuronen, was dann heißt, dass das Schmerzsignal jetzt mit höherer Wahrscheinlichkeit durchkommt ins zentrale Nervensystem, wo es dann wahrgenommen wird im Endeffekt als schmerzvoll. Außerdem gibt es Neurotransmitter und Schmerzrezeptor, wenn wir sie so nennen können, in der Peripherie, wo sie hingesetzt werden. Es gibt also eine höhere Expression in der Peripherie bei der Kodierung von Schmerz. Und es gibt mehr proinflammatorische Mediatoren, die dort freigetreten werden, wie CGRP zum Beispiel. Das ist wichtig, denn Nerven spielen ja eine Rolle bei den neurogenen Entzündungen. Das heißt, der Nerv, der vom Nervwachstumsfaktor bewirkt wurde oder beeinflusst wurde, trägt einen Beitrag zur neurogenen Degeneration, und zwar erheblich mehr aufgrund des Freisetzens dieser Mediatoren. Das heißt, zur Zusammenfassung kann man sagen, dass der Nervwachstumsfaktor das Aussehen und die Funktion verändert. Das sind phänofunktionale Veränderungen, also die Funktion des sensorischen Nervs. Der sensorische Nerv wird sensibilisiert, wie bei Prostaglandin E2, aber es führt auch dazu, dass das Aussehen und die Funktion des Nervs anders werden. Der Nerv spielt jetzt also eine noch größere Rolle bei der Aufnahme potenziell schmerzhafter Stimuli und eine größere Rolle bei der neurogenen Entzündung. Das sind also die Nerven. Aber der Nervenwachstumsfaktor hat auch eine Auswirkung auf Entzündungs- und Immunzellen. Das habe ich hier auch nochmal durch eine Zeichnung dargestellt. Der Nervwachstumsfaktor wird freigesetzt, aktiviert Entzündungszellen, sodass diese Entzündungsmediatoren produzieren und mehr Nervenwachstumsfaktor. Jetzt sind wir also wieder am Anfang angelangt und haben den Kreis rund gemacht. Bei der ursprünglichen Darstellung hier sieht man es. Wir nennen das
das erweiterte Wissen über OA-Schmerzen. Denn wir hatten schon eine Sicht vorher. Jetzt haben wir da oben drauf gelegt noch die Rolle der Nervenwachstumsfaktoren. Der hat proinflammatorische Auswirkungen, hat pronozizepte Auswirkungen und verstärkt diesen Prozess der Neurogenentzündung. Also, wenn wir uns jetzt die wichtigsten Punkte ansehen, ist Prostaglandin E2 etwas, das Schmerzen begünstigt, indem es Nerven sensibilisiert. Nervenaktivatoren erzeugen Schmerzsignale. NSARs bewirken Schmerzlinderung durch die Hemmung der Produktion von Prostaglandin. Das heißt, wenn man Prostaglandinproduktion hemmt, hemmt man die Sensibilisierung der Nerven, damit die Nervenaktivatoren nicht so einfach Schmerzsignale freisetzen können. So sind wir beim Verständnis mittlerweile angelangt. Ich habe Ihnen das hoffentlich zeigen können im heutigen Seminar, nämlich dass Nervenwachstumsfaktor unseres Wissens nach jetzt auch ein wichtiger Akteur ist bei Osteoarthritis-Schmerzen. Er wird durch beschädigtes Gewebe und Entzündungszellen produziert und ist ein wichtiger Modulator von Nervenfunktionen, sensibilisiert nicht nur Nerven, sondern verändert auch den Phänotyp der Nerven. Und denken Sie daran, was ich vorher sagte, diese peripheren Nerven, die die ganzen anderen Veränderungen betreiben und antreiben, die zentralen Veränderungen, die zentrale Sensibilisierung, die Dysfunktion des endogenen analgesischen Systems, ist all das. Das heißt, ein Nervenwachstumsfaktor spielt eine große Rolle im peripheren Antrieb dieser ganzen anderen Veränderungen, der periphere Antrieb des Schmerzens. Und wie sensorische Nerven aktivieren Nervenwachstumsfaktoren auch Entzündungszellen. Ich habe Ihnen also ein bisschen mehr Informationen hoffentlich geben können, dahingehend, was im OA-Gelenk geschieht, sodass Schmerzen entstehen. Und wenn wir uns morgen nochmal treffen, sprechen wir ein bisschen über die Therapien und die erweiterte Werkzeugkiste bei unseren Therapien auf der Grundlage unserer Verständnisse der Neurobiologie, dahingehend, was geschieht im OA-Gelenk. Und wir werden dann sehen, wie das einen Unterschied ausmachen kann für Ihre klinische Praxis. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.